Ja, es wird schon wieder von der nächsten Rallye im Goldpreis gesprochen, aber kaum reckt der Goldpreis mal wieder seinen Kopf aus diesem Jammertal hervor, in dem er sich seit nunmehr 3 Jahren befindet, schreien die Goldbullen wieder die nächste Rallye heraus. Natürlich wünscht sich jeder Goldliebhaber den lang ersehnten Ausbruch über 2075 Dollar. Das kann ich verstehen. Aber lass uns schauen, wie die momentanen Realitäten aussehen und ob vielleicht doch gehofft werden darf auf genau diesen Ausbruch. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Beginnen wir mit dem lang bis sehr langfristigen Anlagehorizont hier im Tageschart, der ja auch für viele interessant ist. Natürlich kein Chart, in dem man direkt Trading-Entscheidungen trifft, also zumindest in den meisten Strategiefällen, denn hier dauert ja der Aufbau meistens viel zu lang. So, was sehen wir jetzt hier aktuell, was schon wieder als Rallye beschrieben wird? Dieser Anstieg seit dem 5.10. Aber ich muss dazu sagen, die meisten Goldbullen verhalten sich meiner Meinung nach, oder die, die das so propagieren, eher so wie ein Zwölfjähriger, der das erste Mal ein Mädchen sieht, auf das er steht und jetzt das erste Mal Gefühle im Unterbauch verspürt. Da wird nicht mehr richtig so nachgedacht, sondern man sieht halt, wow, hier geht's ja tierisch ab, das muss jetzt die Rallye sein, die uns ausbrechen lässt in Richtung Norden. Kann natürlich alles sein, über das, was da noch kommen muss, sprechen wir gleich, aber gucken wir uns mal dieses Jammertal an, über das ich gesprochen habe. Und zwar seit über 3 Jahren, mittlerweile seit Anfang August 2020, haben wir keine neuen Hochs gebildet. Das Ganze ist eine gigantische Seitwärtsphase von ungefähr 460 Dollar Ausmaß, das ist schon Wahnsinn. Aber jeder bullische Versuch ist im Sand verlaufen. Ja, also es ist immer wieder zusammengeklappt und das ist auch diese magische Marke von ungefähr 2075 Dollar, die wir hier im Gold gegen den US-Dollar dringend mal überwinden müssten, damit sich überhaupt mal ein Lebenszeichen zeigt. Alles andere ist nur ein Bestandteil dieser riesigen Range, zumindest auf bullischer Seite. Ja, auch dieser kleine Abschnitt hier von doch 180 Dollar, die wir jetzt gesehen haben, ist nur ein kleiner, winziger Bestandteil dieser riesigen Seitwärtsphase. Damit sollten wir uns mal wieder den Kopf waschen als Goldbullen und uns auf die Fakten konzentrieren. Natürlich bestand Hoffnung seit Ende September letzten Jahres, dass dieser gesamte Aufbau hier, der auch wieder um die 450 Dollar fast eingenommen hat, dass der uns zu diesem Ausbruch führen kann. Leider, leider ist jede zyklisch sinnvolle Korrekturmöglichkeit ausgeblieben, wurde verschoben, der Kurs ist weiter angestiegen und als dann die Korrektur kam, hat die jetzt viel zu lang gedauert. Sie war erstens zyklisch nicht korrekt und zweitens dauert sie schon viel zu lange seit Mai diesen Jahres und hat diesen gesamten Aufbau meiner Meinung nach bereits zerstört. Das heißt also, das, was wir jetzt hier sehen seit 5.10., wäre in meinen Augen eine neue Chance, klar, die sich bieten könnte. Aber da muss ich eben jetzt erst was aufbauen. Ja? Also wir müssten jetzt erst treppchenweise Aufbau sehen, einen bullischen Aufbau, dann bräuchte ich die Korrektur und den Ausbruch aus der Korrektur. Das wird, wenn es denn dieser Ausbruch sein soll, wird es noch Wochen, Monate dauern, bis dann wirklich feststeht, okay, wir haben nicht nur einen bullischen Aufbau, sondern der wurde auch getestet und dann kam es auch noch zum Ausbruch. Ja, das ist bislang alles nicht passiert. Man kann natürlich blindlings hier irgendwie reinkaufen und hoffen, dass wir übermorgen bei 5.000 Dollar stehen. Kann alles passieren, halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Ja, also ich mag da lieber doch das Faktenbasierte und dass hier auch der entsprechende Aufbau da ist. Das erstmal von der Bullenseite. Wie gesagt, kann alles entstehen, ist aber momentan einfach nicht da. Zweite Sache, der bearische Ausblick. Wir haben seit dem 8.3. immer noch den bärischen Aufbau hier in Arbeit. Der ist nicht kaputt gegangen. Erst wenn wir hier über die Hochs vom März letzten Jahres steigen, ist dieser bärische Aufbau kaputt. Sollte das nicht passieren, haben wir weiterhin Aussichten auf 1768 Dollar, wenn nicht sogar, wenn das Ganze hier weiter Richtung Süden läuft, bis 1327 Dollar. Und wie gesagt, wenn wir den bullischen Aufbau sehen, dann gerne, dann können wir auch to the moon steigen in 5000, 10.000 Dollar, was da immer wieder so propagiert wird. Gerne habe ich ja nichts dagegen, aber da muss halt irgendwas kommen. Ja, also ich kann ja nicht nur die Augen zumachen, fest die Daumen drücken und sagen, wird schon. Ja, also da ist mir irgendwie mein Geld zu schade. Ne? Okay, so sieht's aus im Tageschart. Jetzt gucken wir uns den 4-Stunden-Chart an. Und hier sprechen wir schon auch seit einer Weile, seit Mai, über diesen bärischen Aufbau. Und das Ziel liegt ja hier auch weiterhin bei 1768 Dollar. Da hat sich auch bislang nichts dran geändert. Wir haben letztendlich oder befinden uns immer noch in der ersten Phase dieses bearischen Trends, der sich hier zu etablieren versucht. Und das, was wir hier aktuell sind, dieser Anstieg, ja, wer meine Videos jetzt die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, das ist ja genau den wir erwartet haben und wollten. Ja, wir möchten ja, dass der Kurs nochmal irgendwo in Richtung 2000, 2025 Dollar, vielleicht sogar 2056 Dollar hochläuft, damit wir hier dann Folgendes sehen. Erstens, von der
Bärenperspektive erst einmal, dass man wunderbare Short-Möglichkeiten hat mit einem super Chance-Risiko-Verhältnis. Erst einmal zum ersten Step in Richtung 1768 Dollar. Das wäre Schritt 1, warum wir diese Erholung auch von Bärenseite wollten. Ja, es war rein zyklisch sinnvoll und gewünscht. So, und von der Bullenseite her ist dieser Anstieg ja logischerweise sowieso gewünscht, ja. Und da bräuchten wir jetzt eben einen Aufbau plus Korrektur plus Ausbruch. Das ist das, was wir die letzten Wochen sehen wollten bzw. verfolgt haben. Was wir jetzt schon bekommen haben, ist der treppchenweise bullische Aufstieg. Wir haben schon die Korrektur gesehen. Das, was noch fehlt, ist der Ausbruch. Momentan ist es so, rein vom Aufbau, von der Struktur dieser Korrektur her, dass wir einen Ausbruch über die Hochs vom 20.10. bräuchten. Also einen Schlusskurs über der 1997 Dollar Marke. Das ist momentan nicht passiert. Deshalb haben wir auch noch, in meinen Augen, auch noch keinen Ausbruch. Sollte der passieren, kann man natürlich mit ganz viel Elan, Engagement und Hoffnung den Goldpreis in Richtung Norden traden. Etappenziel wäre dann, oder der erste Step wäre dann bei 2255 Dollar zu finden. Und dann würde man eben weiter gucken, wie sich das Ganze entwickelt. So, wie sieht es aber mit dem Stop-Loss-Bereich aus? Naja, wir sind hier sehr, sehr stark überdehnt in diesem Aufbau. Das muss man ganz klar konstatieren. Ja? Also das kann ja niemand abstreiten, dass wir sehr massiv, sehr überreizt unterwegs sind. Ist ja letztendlich kein Weltuntergang. Aber wir müssen Folgendes beachten. Dadurch, dass hier so überreizt ist, dass wir auch dieses offene Gap haben, irgendwo im Bereich der 1835 Dollar Marke, besteht natürlich die Gefahr, dass wir hier nochmal in die Korrektur übergehen, einfach um so ein bisschen Luft rauszulassen. Ihr kennt das ganze Spiel. Der Markt steigt, findet zu seiner Mitte zurück, es wird geklärt, ob die Bullen wieder einsteigen oder ob sie das Ganze sein lassen, ja, ob sie die Flucht ergreifen. Genauso auch im bearischen Trend. Ist ja immer dasselbe Spiel. Das heißt also, man weiß natürlich nie genau, ob der wirklich zu seiner kompletten Mitte zurückkommt, ein bisschen darunter und ein bisschen darüber. Aber man muss es ein Stück weit einkalkulieren, damit man nicht sinnlos Geld verschwendet. So, das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich will bei einem Schlusskurs über diese Korrektur auf jeden Fall rein, ich will es nicht verpassen, dann würde ich eine entsprechend mögliche Korrektur mit einkalkulieren, beispielsweise in Richtung 1895 Dollar herunter, also dass ich den Stop-Loss quasi irgendwo in diesen Bereich reinlege. Werde ich dann doch geholt, kann man auf eine Reaktivierung hoffen und diese vielleicht ausführen, ist aber ein anderes Thema, ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das vom Chance-Risiko-Verhältnis aussehen würde, wenn man hier mit ungefähr 100 Dollar stoppen würde, was natürlich schon echt krass ist, ne? Also vielleicht muss man gucken, ob man das mitgehen will. Und vom Chance-Risiko-Verhältnis würde das durchaus hinhauen. Irgendwas mit 2, 2,5 zu 1, ja, ist alles okay. Frage ist bloß, ob man das dann vielleicht besser hinkriegt, ja, ob man dann noch einen günstigeren Kurs bekommt, wenn es nochmal zu einem Rücklauf kommt nach so einem Ausbruch. Ja, könnte man sich, denke ich, durchaus noch ein bisschen feiner justieren, das Ganze, und dann einfach zu etwas attraktiveren Kursen reinkommen. Noch besser wäre folgendes Szenario, wenn wir jetzt noch keinen Ausbruch machen, sondern noch weiter in die Korrektur übergehen, ja, bis wohin auch immer, denn dann können wir auch mit einem Ausbruch über eine Trendlinie arbeiten. Wir haben nochmal dann schon ein bisschen Luft aus der ganzen Sache rausgelassen, müssen quasi nach dem Ausbruch noch nicht mehr unbedingt damit rechnen. Ja, es sind alles so Faktoren, die das Ganze dann ein bisschen schöner machen. Aber ihr seht schon, ich rede das nicht tot, die Bullenseite, aber wir müssen eben schon gut überlegen, wie wir das Ganze angehen, damit wir wirklich ja verantwortungsvoll agieren in der Sache. Wir schauen uns auch gleich nochmal die kurz- bis mittelfristigen Perspektiven auf dem 15-Minuten-Chart an. Und vorher stellt euch vielleicht die Frage, der eine oder andere von euch, wie kann man denn diese konkreten Kursbereiche abstecken? Ja, also wie ist es auch gelungen, dass man sich zum Beispiel diese entsprechenden Etappenziele abarbeitet, dass der Kurs eben dann doch nochmal bis 1830 läuft und dann erst in die Erholung übergeht. Wie kommt man darauf? Wie kann man sich das ziemlich konkret abstecken? Und bist du im Handelsbereich von Aktien, Rohstoffen, Währung oder Kryptowährung aktiv und suchst nach einem strategischen Ansatz, anstatt zu pokern? Wir bieten dir dabei objektive, regelbasierte Analysen für jedes Erfahrungslevel. In nur wenigen Monaten begleiten wir dich mit klaren Erkenntnissen, die dich deinen Zielen näher bringen. Starte am besten mit einem kostenfreien Erstgespräch über www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung und lass uns gemeinsam deinen Weg planen und dann schaut man, wie und wann und wo man miteinander zusammenkommt. So, und wie versprochen geht es jetzt in die kurz- bis mittelfristige Perspektive.
in den 15-Minuten-Chart. So, wie sah es hier aus? Ja, wir haben nochmal ein paar Level abgesteckt zwischen 1968, 1985, glaube ich, hatte ich das letzte Mal gesagt, dass wir nochmal hier hochlaufen könnten. Das hat er auch abgeholt, so ähnlich wie im Silber. Aber hier im Gold hatte ich schon erwähnt, dass die kurz- bis mittelfristigen Ziele eigentlich abgearbeitet worden sind und das, was ich hier jetzt erwarte, was ich möchte, wäre eine zyklisch korrekte Korrektur. Ja, also das betrachten wir jetzt mal als Phase 1 eines Aufwärtstrendes, wenn er denn bestehen bleibt. Und da möchte ich jetzt gerne eine Korrektur sehen, also einen bärischen Aufbau plus Ausbruch. Und dann entwickelt sich wieder was Bullisches daraus. Ja, also wir kommen quasi zur Mitte zurück. Wir testen das Ganze wirklich, ob die Bullen das wirklich wollen hier nachhaltig oder ob das Ganze bloß eine Eintagsfliege war. Anführungsstrichen ein Monatsfliege, wie auch immer. Ja, also auf das warten wir hier aktuell. Ich würde jetzt hier momentan keine frischen bullischen Positionen aufbauen. Halte ich für nicht sinnvoll. Von bearischer Seite her, ja, hatte ich so ein bisschen schon drauf gebaut, dass sich hier ab dem 20.10. was aufbaut. Ist aber alles wieder kaputt gemacht worden. Also sowohl auf der bearischen als auch auf der bullischen Seite alles immer wieder kaputt gemacht worden. Bullisch, wie gesagt, sowieso recht uninteressant, weil mir da die Korrektur momentan noch fehlt. Auf der bearischen Seite leider noch nichts Frisches aufgebaut. Ich denke, dass sich das bis nächste Woche durchaus ändern könnte, dass wir dann etwas Konkreteres hier besprechen können. Momentan bleibt auch bloß der Rückblick, muss ich sagen, auf dieses Bearish-Szenario, was uns dann wie geplant in Richtung 1824 geführt hatte. Und ja, seitdem dann die entsprechende Rallye. Hier hatten wir auch das erste Etappenziel um die 1918 ungefähr und dann nochmal, wie gesagt, in Richtung 1968, 1985 hoch. Aber jetzt müssen wir eben auf das warten, was ich bereits erwähnt hatte. Also abschließend, handelst du mit Aktien, Rohstoffen oder Kryptowährungen und willst von zufälligen Entscheidungen zu fundierten Analysen übergehen? Bei uns findest du unabhängig von deinem Erfahrungsniveau die passenden Lösungen. Gemeinsam durchlaufen wir dabei erkenntnisreiche Monate und vereinbare am besten kostenfreies Erstgespräch unter www.sogetrading.de oder über den Videolink und lass uns zusammen deine Handelsstrategie optimieren. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance, so geht Trading. Euer Peter Seil.